Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Tierlist vor den Oscars 2022. Und ja, wir haben uns hier versammelt, weil ich alle Best Picture Nominierten hier in dieser Tierlist drin habe. Und ich würde jetzt einfach mal nach meinem Empfinden ranken. Und der Film, der es meiner Meinung nach am ehesten verdient hat, wird dann wahrscheinlich den S-Rang bekommen. Oder vielleicht auch nicht. Darüber werden wir sprechen, welchen Film ich mir als Oscar-Gewinner wünschen würde. Und welcher Film es vielleicht gar nicht verdient hat, obwohl er der absolute Top-Favorit ist. Und ja, das wird dieses Video behandeln und es wird in gewisser Weise ein Zweiteiler werden, denn nächste Woche wird dann wahrscheinlich ein Video herauskommen, wo wieder eine Tierlist ist und da ranken wir dann alle Oscar-Gewinner seit dem Jahr 2000 und da wird dann natürlich auch der aktuelle Best Picture-Gewinner mit dabei sein und ich glaube, das könnte ganz nett werden. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt mit dem Film, der da einfach direkt als erstes da ist. Und das ist Belfast. Ich glaube, ich habe noch nie über Belfast gesprochen hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben über fast alle Filme in dem Podcast, ein Hauch von Film, mit Tim gesprochen. Also den könnt ihr auf Spotify oder Apple Podcast hören. Da haben wir schon ausführlich über Licorice Pizza, Nightmare Alley. Haben wir Dune. Dune haben wir auch ausführlich besprochen. Also über ein paar Filme haben wir geredet, nicht über alle. Und Belfast haben wir auch besprochen, deswegen, falls ihr eine richtig ausführliche Besprechung mit Tim haben wollt, hört gerne mal auf Spotify oder Apple Podcast hinein, ein Hauch von Film. Und wenn ich intelligent bin, dann werde ich auch den Link unten in die Beschreibung packen. Aber, ja, kommen wir zurück zur Tierlist und zu Belfast. Wo werde ich Belfast hinpacken? Ich würde sagen, ich packe ihn erstmal auf den B-Rang. B wie Belfast, habe ich recht. Ist ein Film von Kenneth Branagh, schwarz-weiß, behandelt, ist autobiografisch im Endeffekt und behandelt seine Jugend in Belfast. Da ist es relativ interessant, es gibt in Nordirland so einen Konflikt, oder es gab so einen Konflikt, ich weiß nicht, inwiefern der heutzutage auch noch groß ist, aber es gab auf jeden Fall einen Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken. Und Kenneth Branagh gehörte zu den Protestanten, die ich meine, in katholischen Vierteln gelebt haben, aber dann wollten die Katholiken die irgendwie aus diesen Vierteln raus haben, haben auch, mit Gewalt gedroht und nicht nur gedroht, sondern auch diese umgesetzt. Also spannend. Ich mag auch irgendwie, dass Belfast sich halt einfach wie so eine Erinnerung anfühlt von Kenneth Branagh. Ich würde auch sagen, es ist sein bester Film, den ich bisher gesehen habe. Das ist zwar, glaube ich, nicht allzu viel, aber zumindest trotzdem irgendwo was. Und ich könnte zumindest damit leben, wenn Kenneth Branagh ein bisschen was mit Belfast abräumen sollte. Da gibt es ganz andere Stinker, die ich deutlich schlimmer finden würde. Aber ja, Belfast ist ein ziemlich okayer Film. Ziemlich guter, ziemlich gut ist vielleicht übertrieben, aber es ist ein guter Film. Und den habe ich damals tatsächlich in der Pressevorführung gesehen. Und ich habe mir gedacht, ja, gute Sache. Cyrian Hinds ist auch ziemlich toll in dem Film. Also kennt man vielleicht in Game of Thrones als König hinter der Mauer. Ich mag Cyrian Hinds sehr gerne. Judi Dench spielt mit. Toller Cast und ich bezweifle irgendwie, dass Belfast großartig was abräumen wird. Wir haben auch ein kleines Tippspiel gemacht, Tim und ich. Da sehe ich eigentlich sonst nur vielleicht Originaldrehbuch, was Kenneth Branagh gewinnen könnte. Aber es wird schwierig, sage ich mal, für ihn. Und Belfast, ich denke nicht, dass er gewinnen wird. Aber ich schätze schon, dass er zu den Filmen gehört, die es am ehesten noch irgendwie die Chance haben. Coda steht für Child of Deaf Adults, also Coda behandelt praktisch das Leben einer Tochter, die in einer Familie aufwächst, die komplett gehörlos ist. Und deswegen ist ganz viel in diesem Film auch über Zeichensprache. Und es ist ein Remake von dem Film, von einem französischen Film, ich habe den Titel vergessen. Irgendwie die Familie Lumière, irgendwie sowas. Bellier, irgendwie sowas war der Titel. Und ist eine Apple-Produktion, Coda. Und tatsächlich irgendwie sehr charmant. Also der geht sehr den 0815 Weg. Also dass er für das beste Drehbuch nominiert ist, ist schon irgendwie eine freche Sache, weil, keine Ahnung, es ist halt wirklich ganz altes Drehbuchschreiben. Also der Film macht nichts Überraschendes und er geht genau den Weg, den man erwarten würde. Und da sind jetzt keine großen Überraschungen, aber er macht es einfach verdammt gut. Es ist nun mal so, dass dieser Weg des Drehbuchschreibens, also der funktioniert, deswegen wird er seit Jahren imitiert. Und deswegen ist Coda jetzt vielleicht nicht das besonderste oder herausstechendste Werk, aber er macht seine Sache einfach gut und ich mag den. Ich hatte eine sehr schöne Zeit und ich habe nicht damit gerechnet. Deswegen kommt Coda auch auf den B-Rang. Ich mochte ihn durchaus. Ich finde ihn auch
besser als Belfast, weil er einfach unterhaltsamer war. Ich fand die Hauptdarstellerin sehr toll. Es gibt auch einen Nebendarsteller, der für den Oscar nominiert ist. Troy Kotsur heißt der, meine ich. Der ist eben gehörlos. Und ich würde mir sehr wünschen, dass er den Oscar als bester Nebendarsteller gewinnt, weil er einfach wirklich grandios war. Also entweder er oder Sirian Hinz aus Belfast würde ich mir wünschen. Und ja, Coda war einfach ein sehr schöner Film. Übertrieben lustig ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber er ist schon wirklich, wirklich lustig. Ich hab schon einige Male laut gelacht. Und ansonsten eine sehr solide Sache. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Wie schon gesagt, erwartet ungefähr den konventionellsten Film, den man so haben kann, aber das funktioniert halt einfach. Deswegen bin ich da gar nicht so böse drum. Ein guter Film. Don't Look Up. Und ich glaube, Don't Look Up, es passt irgendwie zu D wie Don't, ist, glaube ich, für mich der schlechteste Film, der für Best Picture nominiert ist. Ich habe zu Don't Look Up keinen Short hochgeladen, aber der Film hat mich sehr wütend gemacht. Also nicht sehr wütend, weil er hat eine wichtige Message, aber er ist einfach auf so eine... Oh, er ist einfach so unlustig, er meint so lustig zu sein und Adam McKay denkt auch, er ist der fresheste Typ aller Zeiten, aber nein, Adam, nein, das bist du nicht. Viele Sachen sind einfach nur anstrengend, die Figur von Leonardo DiCaprio geht mir auf den Sack, insgesamt Jonah Hill, oh mein Gott, Jonah Hill geht mir auch auf so auf den Sack in diesem Film, das ist übertrieben krass. Ich habe halt immer meine Schwierigkeiten damit, wenn man eine Politik-Satire hochlädt, wir sind nicht auf YouTube, wenn man eine Politik-Satire dreht und man einfach nicht verstehen kann, wie in dieser Filmwelt es realistisch sein kann, dass Leute hier die Präsidentin, ich glaube, meine von Meryl Streep wird sie gespielt, wählen, weil sie einfach so hohl ist. Klar, jetzt kann man sagen, oh, Donald Trump ist auch sehr hohl und wahrscheinlich habt ihr auch recht, aber es ist nochmal auf eine ganz andere Weise hohl und nochmal viel, ja, übertriebener, überspitzter. Und klar, das will er natürlich auch in der Politik-Satire sein, aber es ist einfach so unglaubwürdig, wie hohl dieser Film teilweise ist oder wie hohl dieser Film mit seinen hohen Figuren umgeht. Da funktioniert es auch nicht, dass der Film eine wichtige Message teilen möchte, die man auf die Corona-Situation, aber gleichzeitig auch auf den Klimawandel anwenden kann. Das ist alles wichtig und so, aber der Film ist ja trotzdem nicht gut. Nur weil er eine gute Message hat, heißt es nicht, dass ich gleich den Film gut finden muss. Und deswegen sage ich zwar, Adam McKay, du hast zwar verstanden, worum es geht, dass Wissenschaft sehr wichtig ist und dass wir darauf hören sollten, aber deine Umsetzung ist leider wirklich, hat mir super nicht gefallen. Super nicht gefallen. Was ist das für eine Formulierung? Ja, deswegen, damit konnte ich gar nichts anfangen. Don't Look Up. Ich sehe nicht zu diesem Film hoch. Ich sehe eher runter und denke mir, nein. Nein, was tust du? Warum? Der ist auch für ein Drehbuch-Oscar nominiert. Warum? Ich kann es wirklich nicht verstehen. Viel zu lang auch. Ich meine, 140 Minuten oder so. Hat eine ganz schreckliche Post-Credit-Scene. Also, es tut mir leid. Don't Look Up ist ein ganz grausamer Film. Und ja, es ist halt so eine Schande, weil es ein grandioser Cast ist. Leonardo DiCaprio, habe ich gerade schon gesagt. Meryl Streep, Timothy Chalamet, Jennifer Lawrence, Jonah Hill und noch ganz viele weitere. Cate Blanchett sehe ich da, meine ich, noch ganz leicht unten auf dem Cover. Also wirklich tolle Schauspieler, aber oh mein Gott, dieser Film. Ich habe ihn sogar im Kino gesehen. Das ist noch schlimmer. Ich habe ihn im Kino gesehen und es war zu viel. Aber ja, Don't Look Up hat mir leider nichts gegeben und ich gehe aus dem Raum raus, wenn er den Oscar gewinnen sollte. Dann bin ich weg. Das wär zu viel für mich. Also, weil der Film halt trotzdem aber nicht per se scheiße ist, sondern mir eher nur hier auf die Nerven geht. Ist es vermutlich trotzdem irgendwo legitim, dass er nominiert ist, aber nein. Ich will nicht, dass er gewinnt. Das war wirklich sehr, sehr schlimm. Und mir sind die Oscars im Endeffekt auch drisseal, wie man in Köln so schön sagt, aber Don't Look Up wird mich dann trotzdem noch wütend machen. Drive My Car ist der nächste Film, der alphabetisch hier aufgelistet wäre. Und Drive My Car ist toll. 3 Stunden asiatisches Kino, über den habe ich einen YouTube-Short gemacht. Mein erster, meine ich tatsächlich, war zu Drive My Car. Und ich hatte die Ehre, den Film im Kino zu gucken. Und es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Handelt von einem Theaterautoren, der ein neues Theaterstück aufführen möchte. Und wir folgen praktisch dieses Theaterschauspiel oder ja, dieses Theaterstück seinen Anfang nimmt, auch mit den Schauspielern, wie er sie auswählt. Und das alles verbunden mit einer sehr tragischen Hintergrundgeschichte von ihm, die in den ersten 40 Minuten ausgearbeitet wird. Und erst nach 40 Minuten kommt dann beispielsweise die Titlecard. Das ist auch eine sehr coole Sache, kennt man ansonsten beispielsweise von Love Exposure, wo auch erst, keine Ahnung, nach einer Stunde im Film die Titlecard kommt.
Und ja, Drive My Car hat halt viel von diesen Dialogen im Auto, weil der Theaterautor, der Protagonist ist, nicht selber das Auto fahren darf aus versicherungstechnischen Gründen. Und deswegen fährt ihn halt eine junge Dame, die auch mit Problemen kämpfen muss. Und ja, dazu lernen sie sich halt immer besser kennen und können vielleicht so selber mit ihren Dialogen irgendwie verstanden werden. Und es ist ein sehr schöner Film, aber auf der anderen Seite auch ein sehr trauriger Film. Ist natürlich anspruchsvoll, 3 Stunden asiatisches Kino. Muss man sich drauf einlassen, auf jeden Fall, weil er auch einfach wirklich ruhig ist. Slow Burn basiert auf einer Kurzgeschichte, was ich auch sehr interessant finde, dass der Regisseur Ryosuke Hamaguchi heißt der, meine ich. Ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, ist aber auch für beste Regie nominiert. Ich finde es einfach beeindruckend, was er daraus gemacht hat. Aus dieser Kurzgeschichte in 3 Stunden Slowburn-Film mit so einer Tiefe, mit so einer Persönlichkeit. Also Drive My Car ist ein sehr toller Film und ich könnte es auf jeden Fall akzeptieren, wenn er den Oscar als bester Film mit nach Hause nimmt. Ich denke nicht, dass er es machen wird. Ich bin sehr gespannt, was er insgesamt mit nach Hause holen wird. Also, ich weiß nicht, ich sehe leider keine großen Chancen für Drive My Car. Ich finde es aber schon sehr schön, dass er nominiert ist, denn damit habe ich nicht gerechnet. Und ja, das muss ja auch reichen. Allein schon, dass er nominiert ist, zeigt, dass er eine gewisse Popularität bekommen wird, die er auf alle Fälle verdient hat. Und Drive My Car ist toll, guckt den unbedingt. Hat mir sehr gut gefallen und man muss sich halt ein bisschen drauf einlassen. Ich kann verstehen, wenn man es nicht kann. Vielleicht könnt ihr ja in Sachen Pacing euch so ein bisschen an Burning orientieren. Burning ist ja auch ein sehr ruhiger Film von Lee Chang-dong, hieß man nicht, der Regisseur. Ach Gott, Hilfe, das, ihn erwähne ich auf jeden Fall auch in dem, zu meiner Lodgecast-Folge, in der ich über die Geschichte des südkoreanischen Kinos spreche. Da spreche ich auch über Burning, den ich damals nicht so sehr mochte, den muss ich aber zwingend auch nochmal sehen, vor allem, weil mir eben Drive My Car so gut gefallen hat, trotz seines echt ruhigen Pacings. Und ja, deswegen Drive My Car, toller, toller Film, guck den, der hat es auf alle Fälle verdient. Und ja, machen wir weiter mit Dune. Und über Dune habe ich letztes Jahr so viel gesprochen. Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Ne? Dune ist einfach wirklich ein Kinoerlebnis gewesen. Ich muss sagen, ich persönlich tue mich heutzutage ein bisschen schwer damit, ob ich dem Film wirklich 5 von 5 Sterne geben soll, weil ich ihn dann doch irgendwie noch nicht so auf dem Level sehe, wie ich andere 5 von 5 Filme sehe, denen ich halt eben die gleiche Wertung gegeben habe. Ist Dune schon wirklich so, wirklich für mich das Meisterwerk, für das ich ihn letztes Jahr geglaubt habe? Ich tue mich ein bisschen schwer damit, aber ich will ihn jetzt auch nicht direkt runterwerten, bevor ich ihn noch einmal gesehen habe. Deswegen, ich tue mich schwer damit, aber ich würde trotzdem sagen, dass Dune für mich, zumindest Stand jetzt und wahrscheinlich auch in der gesamten Liste, mein persönlicher Lieblingsfilm ist. Aber, jetzt kommt der Punkt, ich wünsche ihn mir eigentlich nicht als Best Picture-Gewinner, obwohl es so mein persönlicher Lieblingsfilm aus dieser Liste ist. Und das liegt vor allem daran, dass ich da, naja, wie man anderen Film sehen würde, den ich zwar nicht ganz so sehr mag wie Dune, aber der es meiner Meinung nach einfach ein bisschen mehr verdient hätte, weil er persönlicher, kleiner und ich es auch einfach dem Regisseur sehr, sehr stark gönnen würde. Ich würde mich natürlich auch über Dune freuen, aber ich weiß nicht, da sehe ich dann doch aus gewisser Weise aus einem künstlerischen Aspekt einen Film stärker an, der es für mich einfach da mehr verdient hätte, den man da so ein bisschen auch mehr, ja, der die Auszeichnung einfach ein bisschen mehr verdient hätte, tatsächlich. Mal sehen. Ich könnte mir zwar Dune 2, wenn der erscheint, nächstes oder übernächstes Jahr, kann man vielleicht nochmal drüber reden, ob man den da Best Picture geben für möchte. War ja auch bei Herr der Ringe so, dass sie dann dem letzten Teil den Best Picture Award gegeben haben. Das kann man vielleicht bei Dune 2 dann auch überlegen, weil sie dann die Geschichte ja schon irgendwie zu einem Ende geführt werden muss, auch wenn potenziell Dune 3 noch erscheinen soll, was er dann auf dem zweiten Dune-Buch basieren würde. Aber ich denke, bei Dune 2 kann man schon eher darüber reden, eben weil die Geschichte aber noch nicht auserzählt ist, weil diese ganze Religionskritik, dieses politische, auch häufig nur angerissen wird noch, eben weil es ein Zweiteiler werden wird, mindestens. Denke ich, dass Dune noch seine Zeit bekommen wird, wo wir ausführlich über ihn sprechen können als Best Picture Anwärter Nummer 1, aber ich würde es einem anderen Film momentan gönnen. Und welcher Film es sein wird, verrate ich euch natürlich auch noch, aber noch nicht jetzt. King Richard kommt erstmal dran. Habe ich auch einen YouTube-Short zu gemacht. Und King Richard ist ein toller Film, irgendwie. Handelt von dem Vater von Serena und Venus Williams, namens Richard Williams, der praktisch schon vor der Geburt der beiden
einen 78 Seiten langen Plan entworfen hat, wie er seine Töchter zu der Weltspitze des Tennis katapultieren kann. Und ja, diese ganze Geschichte ist sehr verrückt. Was mir halt nicht gefallen hat, ist, dass dass Richard Williams einfach so glorifiziert wird. Also es gibt da kaum negative Töne. Das hat mich extrem gestört, dass weil im Endeffekt haben Venus und Serena überhaupt keine Autonomie. Sie hatten nie die Möglichkeit, selber sich für einen Weg zu entscheiden. Ihnen wurde schon seit ihrer Geburt irgendwie geebnet, hey, ihr werdet Tennisspielerin. Und sie hatten gar keine andere Möglichkeit. Zumindest wird es so im Film übertragen, ob das jetzt auch so ein echt ist. Keine Ahnung, aber so nehme ich halt diesen Film wahr. Und das finde ich extrem schwierig, dass das zumindest nicht kritisiert wird, denn dieser Plan hätte auch ganz schön nach hinten losgehen können. Und naja, das wäre auch nicht so toll gewesen für die beiden. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall einen großen Kritikpunkt, den ich mit King Richard habe, aber dazu ist dieser Film einfach total kurzweilig und eben auch, weil du in diese Tenniswelt irgendwie eintauchst, ist es halt schon sehr faszinierend, eben weil es da auch so ein bisschen dann um Rassismus geht, der eben, weil eben Tennis jahrelang eine Sportart war, die vor allem von weißen, reichen weißen Menschen ausgeübt wurde und das ist dann so ein bisschen mit dem Erfolg von Venus und Serena aufgebrochen worden. Das wird aber auch eher angerissen, also ja, King Richard ist vor allem halt ein Feel-Good-Film und das macht er gut und vor allem Will Smith ist ziemlich überragend, ich schätze, dass er den Oscar gewinnen wird, Benedict Cumberbatch ist vielleicht auch noch sehr hart im Rennen, aber ich denke, zwischen den beiden wird es auf jeden Fall ausgemacht, ich würde es dann eher tatsächlich Will Smith geben, aber ja, auf jeden Fall tolles Schauspiel, interessanter Film, vor allem eine halt sehr spektakuläre Geschichte, aber er hat seine Stärken und seine Schwächen. Und ist, denke ich, für mich irgendwo dann im Mittelfeld. Er ist aber wirklich ganz, ganz gut. Auch wenn er sehr lang ist mit seinen 140 Minuten, obwohl sich das auch wieder gar nicht so anfühlt. Also deswegen, ja, King Richard. Guter Film, ich verstehe, warum er nominiert ist. Ja, muss aber jetzt nicht unbedingt sein. Womit ich mich insgesamt diese Oscar-Season ein bisschen schwer tue, ist dieses ein Film über Menschen, die mich vorher nie interessiert haben und später auch nie wieder interessieren werden. Beispielsweise Being the Ricardos oder The Eyes of Tammy Faye. Zwei Filme, die Gott sei Dank nicht für Best Picture nominiert sind, aber ja, Filme, die einfach so, ja, einfach so langweilig und stumpf sind und einfach tausendmal schon gemacht wurden. Biopics über halt über Menschen, über die du dich nie wieder informieren möchtest, weil sie einfach gefühlt egal sind. Ja, das ist irgendwie diese Season ganz, ganz schlimm. Und deswegen, ja, Eyes of Tammy Faye fand ich wirklich nicht so toll. Und Being the Ricardos hat irgendwie schon seine Momente. Ich hatte ihn dann größtenteils nebenbei laufen. Und das war ganz okay. Aber ja, es gibt deutlich bessere Filme und es gab auch schon deutlich bessere Oscar-Seasons. Aber zumindest ist es dieses Jahr, finde ich, relativ. Also, ich hoffe, dass ich nicht falsch liege. Aber ich denke schon, dass es sein könnte, dass es relativ ein ausgeglichenes Feld sein könnte. Obwohl es dann doch schon einen Film gibt, der sehr, sehr wahrscheinlich gewinnen wird. Aber ich bin für Überraschungen offen. Ich habe ja auch letztes Jahr nicht damit gerechnet, dass Anthony Hopkins den Award bekommt als bester Hauptdarsteller, was er einfach so verdient hat. Anthony Hopkins war letztes Jahr grandios. Und ja, deswegen mal sehen. Ich hoffe einfach, dass es ein paar Überraschungen geben wird und nicht alles The Power of the Dog gewinnen wird. Aber ich greife zu viel vorweg. Kommen wir erstmal zu Licorice Pizza, dem Film von Paul Thomas Anderson. Und ja, ich habe eine ausführliche Kritik auf YouTube zu Licorice Pizza hochgeladen. Und deswegen muss ich eigentlich gar nicht so viel über diesen Film sprechen, weil alles, was ich gesagt habe, steckt in dieser Filmkritik drin. Und ja, Licorice Pizza ist einfach ein Film. Ich will nicht perfekt. Ich würde sagen, dass es schon einer der besten Filme ist von Paul Thomas Anderson. Top 3 oder Top 4 Niveau auf jeden Fall. Er kommt jetzt aber nicht unbedingt an There Will Be Blood oder was für mich bisher sein bester Film ist, Boogie Nights heran. Aber Licorice Pizza hat trotzdem so viel Gefühl, so viel Liebe zu den Figuren, so viel Interessantes über seine Zeit zu erzählen und auch einfach so ein Gefühl, so ein Vibe, den er übertragen kann durch auch den Soundtrack, da ich das extrem toll finde, wie intim auch Paul Thomas Anderson dort auf seine Vergangenheit eingeht, mit einer ganz süßen Liebesgeschichte, die sich auch einfach aufbaut. Und deswegen würde ich tatsächlich Licorice Pizza gönnen, Best Picture zu werden. Und ja, das würde ich mir tatsächlich hoffen. Nicht Dune, obwohl ich ihn dann doch besser finde, beziehungsweise auch deutlich besser finde. Ich habe
den Filmen, die momentan auf dem A-Rang sind, alle 4 Sterne gegeben. Hier auf dem B-Rang 3,5 Sterne und Dune halt 5 von 5 Sterne, wie schon gesagt. Obwohl ich jetzt damit ja auch so ein bisschen hader, ob ich das wirklich so rechtfertigen will, aber momentan steht's da noch. Aber ja, ich würde es dann doch schon wirklich Licorice Pizza gönnen. Vor allem auch Paul Thomas Anderson gönnen, weil er war bisher 8-mal nominiert, hat bisher noch keinen Academy Award nach Hause genommen und Paul Thomas Anderson ist einfach so ein cooler Typ. Ich wünsche ihm nur das Beste und hoffe, dass er endlich den blöden Oscar nach Hause nehmen kann. Denn irgendwann will er ihn bestimmt haben und Licorice Pizza ist auch wieder so ein Film, der sich nirgendwo anbiedert und trotzdem einfach toll ist. Ich mag ihn sehr gerne und ich hoffe, dass Licorice Pizza gewinnen wird. Aber ich gönn's eigentlich allen Filmen ab dem A-Rang. Und ich habe ja auch gesagt, Belfast, Coda, von mir aus auch King Richard. Damit kann ich leben. Damit kann ich umgehen. Nightmare Alley, der neue Film von Guillermo del Toro. Habe ich über Nightmare Alley einen YouTube-Short gemacht? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube tatsächlich nicht. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Film. Ist ein Remake von dem Film Der Scharlatan. Ich meine, hieß es Der Scharlatan. Beziehungsweise im Original Nightmare Alley, der heißt im Englischen einfach Nightmare Alley, handelt in der ersten Hälfte von einem Jahrmarkt, wo sich, Herrgott, jetzt kriege ich den Namen von Bradley Coopers Figur nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall Bradley Coopers Figur ist ein, naja, er ist dann doch schon irgendwie ein Arschloch, vor allem taucht es dann so in der zweiten Hälfte auf, die sich dann von diesem Jahrmarkt-Setting entfernt und ist momentan auf Disney Plus, guckt euch einfach Nightmare Alley an, ist ein toller Film. 150 Minuten, meine ich, dauert der, merkt man aber nicht an. Guillermo del Toro macht diesmal ohne Fantastik, also ohne übernatürliche Elemente ganz viel Tolles. Auch einfach vor allem aufgrund dieses tollen Produktionsdesigns, das mir sehr gut gefallen hat. Und Bradley Cooper reißt alles ab. Wirklich, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum der nicht für beste Hauptdarsteller nominiert ist. Weil das wäre dann wahrscheinlich sogar meine Wahl gewesen. Bradley Cooper ist richtig grandios. Und ja, auch ansonsten ist der Cast halt toll. Toni Collette, Rooney Mara, Kate Blanchett, Ron Perlman und bestimmt noch ganz viele weitere Leute, die ich gerade vergessen habe. Und ja, Nightmare Alley ist einfach ein sehr, sehr toller Film. Und ja, hat auch leider nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient hat. Ich denke nicht, dass er überhaupt eine Chance hat, Best Picture zu werden. Vor allem, weil Guillermo del Toro ja auch erst kürzlich mit Shape of Water 2018, 19, schon alles abgeräumt hat. Deswegen denke ich mal, dass sie es nicht wiedergeben werden. Auf keinster Weise. Aber ich bin schon sehr überrascht gewesen, dass er überhaupt nominiert war, weil er ja auch so untergegangen ist. Aber ich gönne es Guillermo del Toro. Ich würde es auch Bradley Cooper gönnen. Aber er wurde ja leider, wie schon gesagt, nicht nominiert. Und ja, ansonsten, Nightmare Alley, geht so ein bisschen unter bei diesen ganzen Best-Picture-Nominierungen, aber er ist wirklich toll. Guckt ihn, Disney Plus. Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber toller Film. Wirklich ein toller Film. Und mit einem richtig krassen Ende. Vielleicht sogar das beste Ende von allen Filmen, die ich hier sehe. Ich würde schon fast sagen, ja. Deswegen Nightmare Alley, echt grandios. Aber ja, guckt ihn euch einfach selber an. The Power of the Dog. Jetzt sind wir praktisch beim großen Oscar-Favoriten, der potenziell wahrscheinlich alles gewinnen wird, was wichtig ist, denke ich zumindest mal. Und ja, Power of the Dog. Ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit dem, weil ich ihn einfach sehr. Also, Power of the Dog spricht wichtige Sachen an, beispielsweise sowas wie toxische Maskulinität oder toxische Männlichkeit. Und ja, das ist irgendwie auch alles sehr interessant, aber auch. Also, Jane Campion ist die Regisseurin und sie erzählt das alles auf so eine sperrige Art und Weise, dass ich mich einfach schwer damit getan habe, dem Geschehen irgendwie zu folgen. Also das Schauspiel ist wirklich, wirklich gut. Also einer der Nebendarsteller, der nominiert ist, nicht Jesse Plemons, sondern Cody, das ist sein Name, Cody, wird wahrscheinlich bester Nebendarsteller gewinnen und kann ich auch nicht so wirklich sehen. Also ich fand da wirklich Troy aus Coda besser oder Cillian Hinds in Belfast, aber ja, er wird wahrscheinlich gewinnen, weil er bisher alles gewonnen hat und ja, so ist es irgendwie komplett bei The Power of the Dog. Der hat so viel gewonnen und den mögen irgendwie alle Menschen auf der Welt, nur ich nicht wirklich. Und ich finde ihn jetzt aber auch nicht schlecht. Also ich finde ihn besser als Don't Look Up, aber ich sehe jetzt nicht in ihm das große Meisterwerk, was jetzt aus ihm gemacht wird. Weil er auch einfach so sperrig ist und von irgendwie auch, ja, keine Ahnung, weil er so sperrig ist. Das ist eigentlich ein gutes Argument. Also man könnte sagen, ich bin selber schuld, dass ich den Film nicht sonderlich mag, aber ich würde ihn ja gern mögen, aber ich tue es einfach nicht. Ich finde ihn wirklich anstrengend, auch wenn er wichtige Sachen anspricht und ja, keine Ahnung, auch einfach total langsam ist, langatmig, es passiert nicht viel und das sind so Sachen, mit denen tue ich mich immer schwer und ja, The Power of the Dog ist jetzt, es wäre kein Verbrechen, wenn er das gewinnt, aber ich meine, ihr seht, dass ich andere Filme sehr viel lieber sehen würde. West Side Story
Habe ich, glaube ich, auch noch nie auf YouTube drüber gesprochen, über den Film. Ich habe ihn damals auch in der Pressevorführung gesehen und ich hatte überhaupt keinen Bock, weil ich habe das Original gesehen und dann dachte ich mir schon, hui, das ist überhaupt nichts für mich. Und dann saß ich im Kino und habe den neuen von Steven Spielberg gesehen und habe mir gedacht, wow, das ist irgendwie unterhaltsam. Wahrscheinlich war es auch der Kinoeffekt irgendwo. Habe auf der anderen Seite den Film natürlich einfach wirklich gut unterhalten. Ich habe ihn trotzdem nur auf 3 Sterne, wie Power of the Dog, weil er ja trotzdem irgendwie nichts. Ja, es ist halt ein Musical, so ein richtiges klassisches Hollywood-Musical, das seine Handlung über Songs erzählt und das finde ich hin und wieder echt anstrengend, auch irgendwie so ein Ticken lächerlich. Aber ich finde beispielsweise Ariana DeBose ziemlich toll, als beste Nebendarstellerin nominiert und ich hoffe wirklich, dass sie den Award mitnimmt, das würde ich ihr sehr gönnen. Und ansonsten West Side Story. Hat eine tolle Kameraarbeit, also das ist wirklich grandios. Auf Twitter sieht man immer wieder, wie beispielsweise Guillermo del Toro über einen Shot aus West Side Story schwärmt und der ist auch wirklich beeindruckend, so 2 Minuten One-Shot über eine gesamte Turnhalle, Leute tanzen, eine grandiose Choreografie, dagegen kann man nichts sagen. Das hat mich auch sehr in den Bann gezogen, was Steven Spielberg da macht, weil man könnte wirklich glauben, okay, der Mann dreht seit Jahren Musicals und das ist dann sein großes Musical, das irgendwie seine Arbeit bestimmt, aber wir reden hier von fucking Steven Spielberg, der schon irgendwie alles gemacht hat, Jurassic Park, Schindlers Liste, Indiana Jones, also E.T., der weiße Hai, also ist es Steven Spielberg. Und macht er sowas wie West Side Story, was jetzt nicht unbedingt mein Cup of Tea ist, aber ich kann respektieren, was er damit gemacht hat und das ist wahrscheinlich objektiv irgendwo, wenn man objektiv bewerten kann, was man nicht kann, aber wenn man so will, ist es wahrscheinlich trotzdem ziemlich, ziemlich gut und ein klasse Musical. Ist einfach nicht das, was mir zwingend gefällt. Ich hatte trotzdem eine okay Zeit. Möchte mich nicht beschweren. Und Ariana DeBose ist wirklich toll. Rachel Zegler ist grandios. Und deswegen, ich bin mal gespannt, was Red Side Story so mitnehmen wird. Es ist für mich auch wieder eher einer dieser etwas langweiligeren Oscar. Also es wäre einer dieser langweiligeren Oscar-Gewinner, weil es halt, keine Ahnung, es ist ein Remake von einem Film, der in ganz Hollywood geliebt wird. Und ja, keine Ahnung. Ich bin kein Fan von dem Begriff Oscar-Bait. Weil ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass, und vor allem bei Voice That Story bin ich der festen Überzeugung, dass Steven Spielberg diesen Film nicht gedreht hat, weil er gedacht hat im Hintergrund, ich möchte einen Oscar gewinnen, weil er eh schon genug Sachen gewonnen hat, als ob Steven Spielberg erstmal einen Fick darauf gibt. Und auf der anderen Seite merkt man, dass es halt irgendwie dass auch ein Herzensprojekt von ihm war. Und deswegen, ja, tue ich mich schwer mit diesem Begriff Oscar-Bait bei eigentlich jeglichen Filmen. Und aber trotzdem ist halt Voice That Story eher so konventionell und das, was schon die Academy irgendwo mag. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass er gewinnen würde. Naja, ich würde jetzt nicht ausrasten bei Don't Look Up. Da bin ich wütend. Da bin ich wirklich wütend. Aber ich würde mich jetzt auch nicht so freuen, wie beispielsweise bei Drive My Car oder Licorice Pizza. Schwierig irgendwie. Aber genau die Filme, die ich nicht so gerne mag dieses Jahr, sind wahrscheinlich die größten Kandidaten auf den Best Picture Award. Was sagt ihr denn dazu? Denkt ihr auch, dass Power of the Dog leider gewinnen wird? Oder vielleicht mögt ihr den Film ja auch sehr gerne? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt sehr gerne eure Oscar-Predictions in die Kommentare. Sehr gerne könnt ihr auch in die Podcast-Folge hineinhören von dieser Woche. Dieser Woche ein Hauch von Film. Da haben Tim und ich nämlich die kompletten Oscars getippt. Und wir werden nächste Woche, beziehungsweise wenn ihr das seht, an dem Sonntag, wo die Oscars laufen, beziehungsweise die Oscars laufen bei uns ja in Deutschland, in der Nacht von Sonntag auf Montag, wird irgendwann anfangen, nächster Woche eine Folge, ein Hauch von Film erscheinen, wo Tim und ich ausführlich über die Oscars reden werden, jede Kategorie durchgehen und unseren Senf dazu geben. Das könnte also ganz cool werden. Ich könnte sehr sauer sein. Mal sehen, wenn der mich gewinnt. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Nächste Woche erscheint ja dann der zweite Teil auch, wo ich alle Oscar-Gewinner seit 2000 ranken werde. Ich bin schon sehr gespannt, wer dabei sein wird von diesen Filmen. Ich denke, es wird der hier, der Hund. Aber mal sehen. Ich bin am Ende natürlich sehr glücklich darüber, falls es wirklich Licorice Pizza werden sollte oder Drive My Car. Oh mein Gott, Drive My Car wäre auch so cool. Oder Dune. Von mir ist auch sehr gerne Dune. Ich meine, ich mag den Film wirklich, wirklich gern. Deswegen mal sehen. Ich bin echt gespannt. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Habt noch einen schönen Tag. Eine gute Nacht, falls ihr die Oscars sehen solltet. Und wir sehen uns. Tschüss.